Ja, servus Leute. Wir sind unterwegs bei einem kleinen Spaziergang. Ja, heute ist das Wetter so durchwachsen, manchmal regnet es etwas. Ja, dieses Video ist wieder mal recht spontan. Ich habe mein Spyderco Tenacious dabei. Und ich dachte mir, ich schnitze jetzt dann etwas. Ja, einfach mal, um das Messer beim Schnitzen etwas zu testen. Jetzt suche ich noch ein Stück Holz. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Ja, wenn ich ein passendes Stück Holz finde, dann schnitze ich etwas mit dem Tenacious. Ja, und derweil nehme ich euch einfach etwas hier mit, denn hier ist es doch sehr schön. Ja, hier geht es ins Kaisertal. Hier sind die schon etwas berühmten Stufen. Es sind einige Stufen hier hoch. Wie viel weiß ich nicht genau. Sorry. Ja. Ja, ich habe jetzt ein Stück Holz gefunden, das nicht zu alt ist, um das Tenacious beim Schnitzen zu testen. Jetzt muss ich nur noch schnell die neu einholen. Die ist mir schon vorausgelaufen. Ja, herrlich hier. Ja, und dabei haben wir den Rucksack Tasmanian Tiger Essential Bag, den die neu am Rücken trägt. Ihr seht schon, der Rucksack hat wirklich eine gute Größe. Und die neue ist doch etwas kleiner als ich. Ja, aber der passt ja auch sehr gut. So, da, jetzt will ich mal endlich etwas schnitzen. Schaut mal, die schöne Aussicht hier. Ja, das Spyderco Tenacious. Das habe ich ja schon sehr lieb gewonnen. Das ist einfach ein klasse EDC-Messer. Ja, und jetzt mal etwas schnitzen. Ja, hier ist das. Jetzt werde ich mal. Super scharf das Teil. Super bissig. Und es liegt super in der Hand. Also bis jetzt kein Hotspot. Das beißt sich ins Holz rein. Zack. Klasse. Ja, wie gesagt, wirklich kein Hotspot. Beim Paramilitary 2. Sind die Griffschalen etwas kantig, aber hier haben sie eine schöne Phase drauf, und das ist ein großer Unterschied. Und schön geformt, richtig ergonomisch. Ja, das macht einen riesen Spaß. Ja, wirklich genial. Mit dem Tenacious macht es einen riesen Spaß, Holz so zu bearbeiten. Es ist einfach nur klasse. Ja, man kann mit dem wirklich kräftig schnitzen. Ich habe hier jetzt keinen Hotspot gespürt, vielleicht etwas den Clip natürlich, aber nicht zu sehr.
Ja, das ist der Nesche, es ist wirklich ein klasse Folder. Jetzt probiere ich noch den Klingenrücken aus. Der ist schön scharfkantig. Ich habe jetzt keinen Feuerstahl dabei, aber mit dem kann man einen Feuerstahl anreißen. Das ist nur mal um zu zeigen. Ja. Hier seht ihr es besser, dass man mit dem Klingenrücken entbinden kann, und kann man auch Federsticks abschaben. Ich glaube, ihr seht das schon. Ja. Lassen wir es gut sein. Das nächste ist einfach ein klasse EDC-Messer. Sei es bei Alltagsarbeiten, in der Küche, beim Schnitzen. Ist auch gut. Ja, jetzt ist hier gerade ein Wanderer vorbeigekommen. Das musste ich jetzt nicht haben, dass der nichts stört, aber unsere Ruhe hier stört. Also, was ich noch sagen wollte, Seneches ist einfach deshalb so genial. Wie gesagt, macht in der Küche einen super Job natürlich. Es ist ein klasse Slicer, die Klinge. Und man kann damit eben, wie ihr gesehen habt, wirklich kräftig schnitzen. Ihr habt das ja gesehen, wirklich kräftig schnitzen, kein Thema, und eben Alltagsarbeiten, also im Bereich ETC-Arbeiten, macht das einen super Job. Ja. Also wir gehen jetzt noch runter und ich nehme euch noch einfach etwas mit. Ja, im Tasmanian Tiger Rucksack habe ich noch mein Victorinox Outrider reingeschmissen, und vorher hatten wir die Regenhülle drauf, vorher hat es etwas geregnet. Ja, jetzt gehen wir wieder runter. Mein Tenesches noch verstauen. Der Clip ist auch klasse. Das Tenesches, wie gesagt, habe ich wirklich lieb gewonnen. So, da, jetzt gehen wir. Den Stock kommt, nehme ich noch mit. So, lasse ich mal hier. Ja, das Beidaco 10 Ashes. Jetzt tauche ich einfach noch etwas. Ja, nicht umsonst hat es so viele Liebhaber weltweit. Es hat für ein EDC-Messer eine optimale Größe für durchschnittliche Hände. Das kann wirklich jeder, beinahe jeder, sage ich mal, sehr gut halten. Und was mir heute noch aufgefallen ist, schaut mal, diese Daumenrampe, wo das Chimping ist, der passt einfach so perfekt von der Form her. Ja, das lädt einfach sehr ein, dass man den Daumen hier drauf legt, und die Form ist perfekt, um den Daumen hier drauf zu legen. Und so kann man dann eben klasse arbeiten. Einfach ein Traum, EDC-Messer. Ja, hier ist es einfach sehr schön. Stufen ins Kaisertal. Ja, der Frühling ist schon eingezogen. Die ersten Frühlingsblumen. Diese schönen Blumen, ich glaube, die heißen bei uns Leberblümchen. Ich
Also jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, den Fachausdruck, aber hier in Tirol heißen die, glaube ich, Leberblümchen. Wunderschöne Blumen. Ja, natürlich habe ich einen Victorinox dabei. Ein alt geliebtes Kompakt. Ja, jetzt sind wir bald im Tal unten angelangt. Jetzt zeige ich euch noch, wo wir hier waren. Hier geht es zu diesen Berggipfeln und Tälern, Gasthäusern und so weiter. Gibt es auch eine Höhle zu bewundern. Ja. Ja, jetzt sind wir gleich unten angekommen. Hier steht mein Fahrrad. Ja, ich bin ja nach wie vor bewusst autolos. Ich spare lieber meine Kohle und gebe nicht ein Vermögen für ein Auto aus. Ich brauche es nicht. Wir brauchen es nicht. Wir wohnen in der Stadt Kufstein. Hier nochmal zum Zeigen. Epps, Kaisertal. Ja. Wenn jemand mal hierher kommt, sehr zum Empfehlen. So. Ja, jetzt zeige ich euch noch den Kaiserbach. Er rinnt hier aus dem Kaisertal raus. Ja. Okay Leute, ja, das war es dann bei diesem Video. Das klasse EDC-Messer Spyderco Tenacious. Mal kurz etwas ausprobiert, Outdoor heute. Ja, das ist nach wie vor ein, was ich sagen wollte, das ist nach wie vor sehr stabil, obwohl ich etwas kräftig geschnitzt habe. Ja gut, das sollte es schon aushalten, aber nur das kurz zu erwähnen. Okay, Leute, ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.